manchmal ist es etwas stürmischer im Leben. Und heute ist es so, dass ich mir gedacht habe, ich gehe mal an einen meiner Lieblingsplätze, an einen Platz, an dem ich sehr, sehr oft gewesen bin. Vor allen Dingen dann, wenn ich so früher so Kummer hatte, der erste Liebeskummer oder, das kennt ihr alle. Und ich glaube, es macht durchaus Sinn, in manchen Zeiten des Lebens sich den Wind um die Ohren pfeifen zu lassen. Das tue ich gerade, denn es geht auch in meinem Leben manchmal temperamentvoll und turbulent zu. Das kann privat sein, das kann in der Firma sein, das ist überall ja, mit Wellen beschlagen. Und gerade in der letzten Zeit habe ich den Eindruck, dass es nicht nur bei mir so ist, sondern dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht, dass wir ja unterwegs sind mit Höhen und Tiefen und wo es darum geht, was gilt es loszulassen und was hält man so bei sich. Und ich hoffe, dass es dir auch gelingt, auf deiner eigenen kleinen Insel immer wieder Halt zu finden und deinen eigenen heiligen Raum zu betreten, ja, wo einfach keiner dran kann. Und dass du vieles hinter dir lassen kannst, dass deine Hände und dein Geist wieder frei werden und du sagst, komm, jetzt geht's weiter, aber neu und frisch und vor allen Dingen ein bisschen leichter. Das wünsche ich mir und du dir hoffentlich auch. Und wenn du eine Geschichte hast, schreibst du doch mal unten drunter. Das interessiert mich.